Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Frohe Ostern, meine lieben Mitmenschen. Am Sonntag, den 4. April. Kein Dreh draußen im frisch erblühten Pfarrgärtchen mit Osterglocken und Hyazinthen und Tulpen, denn es ist eisekalt. Ich habe auch keinen weißen Anorak wie die Influencer, so mit Pelzkragen hinten drauf. Und das geht nicht. Also sitze ich an einem Ort, den Sie schon kennen und an dem ich auch besonders gerne sitze, nämlich in der Küche. Und Gott sei Dank, das Wort Gottes geht diesen Weg mit. Und der heilige Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther bringt küchenbezogene Osterthemen auf. Schwestern und Brüder, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern. Nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und der Wahrheit. Ja, und mein Problem, ich habe Ihnen jetzt als das Brot der Schlechtigkeit mein schönes dunkles Kümmelbrot hochgehalten, das liebe ich. Und als Beispiel für die neuen Brote der Aufrichtigkeit und Wahrheit, die Matzen, die mir die jüdische Gemeinde zu Ostern geschenkt hat oder zu Pessach, das ehrt mich und freut mich. Das einzige Problem, ich mag sie nicht. Sie schmecken nach überhaupt nichts und Kümmelbrot schmeckt mir viel besser mit Osterschinken drauf. Ja, und da bin ich froh, dass es im Ende nicht um Essen und Trinken geht, so schreibt Petrus auch in seinem Brief. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und so schreibt es der Apostel auch hier, mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und der Wahrheit sollen wir Ostern feiern. Also die Verstellung und die Verdruckstheit und die Hinterfotzigkeit abtun und gerade rausleben. Einer Wahrheit freilich, die in Liebe wirksam ist, das darf man wohl dazu sagen. Alles, was ein mit Ostern froh gewordener und mit Christus aufgeweckter Christ, eine Christin sagen soll, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. Und vor allem muss man die Wahrheit anderen nicht um die Ohren schlagen. Dabei ein Beispiel an Christus nehmen, aus dem Tode auferstanden, macht er keine Vorwürfe, könnte er auch, zum Beispiel, wo seid ihr denn gewesen, als ich am Kreuz war, sondern er sagt, der Friede sei mit euch. Und so die ungesäuerten Brote der Aufrichtigkeit und der Wahrheit selber essen und anderen reichen, das ist gut. Jetzt noch die Sequenz zu Ostern, und zwar auf Lateinisch, Victime Paschali Laude, singet Lob dem Osterlamm. Victime Paschali Laudes, immolent Christiani, Agnus redimit ovis, Christus innocens patri, reconciliavit peccatoris, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testis, sudarium et vestis, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam, Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere. Tu nobis victorex miserere. Amen. Halleluja. Gott sei Dank ist mir die letzte Strophe auch noch eingefallen beim Singen.
Also der Herr hilft in allen Nöten und ich wünsche Ihnen und euch von Herzen fröhliche Ostern.